Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren und vor allem auch sehr geehrter Herr Kollege Ott! Der Klimaschutz und die Landesplanung sind selbstverständlich in der Landesregierung Chefsache. Daran haben wir gar keinen Zweifel. Sie sind aber eben, und das finden wir in der Zukunftskoalition sehr gut, genauso Chefinnensache. Und von daher ist auch ganz klar, dass, egal wer hier die Rede hält, natürlich mit der gleichen Energie wir an dieser Stelle voranschreiten. Und zum anderen darf ich auch noch ein weiteres Kompliment zu Ihrer Rede aussprechen. Wer es schafft, in einer Rede zum Landesentwicklungsplan Instagram Katzenbildchen, Unterrichtsversorgung und Schulmittagessen unterzubringen, der hat wirklich ein Kompliment verdient. So viel Abschweifung ist nun wahrlich eine Kunst. Und deswegen kommen wir doch gerne mal zurück zum Thema, nämlich zu der Frage, was Deutschland in diesen Tagen bewegt. Es gibt sehr viele Themen, über die wir hier streiten, auch im Rahmen dieser Plenartage, wo Meinungen voneinander abweichen. Aber es gibt eben auch Themen in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo ein breiter Konsens herrscht. Und eine Frage, wo ein Konsens herrscht, ist eben die Frage, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen und dass das vielen Menschen bisher viel zu lange dauert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in dieser Woche wird einmal mehr deutlich, unsere Zukunftskoalition aus CDU und Grünen liefert und sie macht, was sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen wünschen. Wir beschleunigen erstens den Ausbau der erneuerbaren Energien in unserem Land, zweitens, wir vereinfachen die Genehmigungsverfahren, drittens, wir bauen bürokratische Hürden ab und viertens, wir werden die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land mit einem Bürgerenergiegesetz verbindlich an den Erlösen aus der Windkraft beteiligen. Und dabei wissen wir alle hier, alle in diesem Saal, dass der Bau von Windenergieanlagen nicht überall auf die gleiche Zustimmung stößt. Denn auch wenn allgemein ein Konsens darüber besteht, dass davon mehr gebaut werden sollen, so bröckelt die Zustimmung doch dann häufig bei denjenigen, die in der unmittelbaren Nähe der Anlagen wohnen. Es ist eben, wie es häufig ist, aus der Ferne diskutiert sich so ein Thema sehr leicht, aber wer den Ausbau wirklich will, der muss eben einen Schritt näher herantreten und sich auch um die Details kümmern, eben einen Schritt auf die Menschen zugehen, anstatt einen Ausbau mit der Brechstange zu betreiben. Und genau so, meine sehr geehrten Damen und Herren, handelt unsere Zukunftskoalition. Und uns einen dabei in diesem Sinne, in unserem Sinne unseres Landes, zwei Grundsätze. Auf der einen Seite die Ambition und auf der anderen Seite die Akzeptanz. Wir sind erstens ambitioniert, weil wir uns für Nordrhein-Westfalen 1000 neue Windräder mindestens vorgenommen haben. Wir wissen aber auch, dass ohne Akzeptanz bei den Menschen das nicht funktionieren wird, weil Unzufriedenheiten, Widerstände, Klageverfahren den Ausbau der erneuerbaren Energien in einer Weise verzögern, die wir uns alle miteinander nicht erlauben können. Und wer am Ende wirklich bauen will, der braucht ein abgestimmtes und kluges Vorgehen. Und so legen wir als Zukunftskoalition in diesen Tagen erneut ein ganzes Paket mit Maßnahmen vor. Einen neuen Landesentwicklungsplan, eine Änderung des Ausführungsgesetzes zum Baugesetzbuch und an anderer Stelle auch noch eine Veränderung der Landesbauordnung und im Laufe dieses Jahres auch noch das Bürgerenergiegesetz, das ein finanzielles Mitverdienen der lokalen Gemeinschaft festschreibt. Alles in diesem Paket, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist aufeinander abgestimmt. Alles denkt die Ziele zusammen und bildet eine Ausbauoffensive, die wir hier schon im vergangenen Dezember mit einem Windenergiepaket und danach auch noch mit einem LEP-Paket an den Start gebracht haben. Und da war ja sehr erwartbar, dass Herr Ott hier an dieser Stelle ans Mikrofon tritt und nochmal auf den Versuch seiner Fraktion hinweist, den pauschalen 1000-Meter-Abstand abzuschaffen. Womit haben wir diesen Antrag abgelehnt? Mit Recht, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil es ja einen großen Unterschied gibt zwischen diesem kleinen Versuch und unserem großen Paket. Denn wir wollen als Zukunftskoalition ja ambitioniert erneuerbare Energien ausbauen. Wir steigen mit unserem Paket um vom Tretroller auf das Rennrad. Aber da gibt es einen maßgeblichen Unterschied zur SPD. Wir halten auf dem Rennrad nämlich den Lenker fest, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit wir auch dort ankommen, am Ende, wo wir hinwollen, und damit wir vor allem dabei nicht im Straßengraben landen. Denn auch wer ambitioniert ist und schnell vorankommen möchte,
Wir werden den Windenergieausbau sehr wohl steuern und dorthin lenken, wo er erstens Sinn macht und zweitens auch funktioniert. Es gilt nämlich nicht Vorfahrt für eine Wildweststimmung für Investoren, sondern für Akzeptanz und für die Verträglichkeit mit Umwelt und Natur. Und letztlich eben Vorfahrt für große Windenergiegebiete vor Einzelanlagen, denn für letztere ist uns unsere Umwelt viel zu schade, denn die große Fläche, die ist effizienter und daneben auch noch, wer Strom produziert, sollte ihn sinnvollerweise auch irgendwohin einspeisen können und da ist es natürlich besser, man baut eine Leitung hin zu der großen Fläche. Und so steuern wir zum Beispiel mit diesem LEP nun auch die Windenergie im Wald. Sie ist geöffnet künftig, der Wald ist geöffnet auf Nadelwaldflächen. Wohlgemerkt nicht nur sogenannte Kalamitätsflächen, wo die Fichte abgestorben ist, sondern eben auch Nadelwaldflächen insgesamt, aber eben nicht Misch- und Laubwaldflächen. Und genau an diesem Beispiel möchte ich noch mal deutlich machen, wie wir den Lenker festhalten. Erstens beschränken wir uns, wie gesagt, nicht auf die Kalamitätsflächen, denn Landesplanung macht unter der Zukunftskoalition hier nicht der Borkenkäfer, sondern Landesplanung machen wir alle gemeinsam an dieser Stelle mit einem Landesentwicklungsplan. Und das macht ja auch Sinn, denn wenn Sie sich die Waldgebiete, die Betroffenen angucken, dann reiht sich Kalamitätsfläche an noch intakte Forstfläche und ein wirkliches Windenergie muss man in einem größeren Zusammenhang und etwas weitreichender denken als nur ein Stückwerk aus Kalamitätsparzellen. Zweitens, wir unterscheiden im Sinne der Natur sehr wohl, um welche Art von Wald es sich handelt und das macht eben großen Sinn. Und so führen wir mit dem neuen Landesentwicklungsplan ein Ziel ein, was daneben auch den ungesteuerten Ausbau im Sinne von Wildwest verhindert, so lange, bis in den Regionalplänen landesweit 1,8% der Fläche für Windenergie ausgewiesen ist. Und ja, es wird so sein, dass an diesem Ziel in der Übergangszeit auch einzelne Anlagen scheitern werden. Aber es gibt dennoch keinen Grund zur Beschwerde, denn wir machen in dieser Übergangszeit bis dahin allen, die investieren wollen, auch ein klares Angebot auf 9.000 Hektar, ein sofortiges und schnelles Angebot, wo Sie in Nordrhein-Westfalen aktiv werden können. Wir lassen uns nicht von wirtschaftlichen Interessen treiben, sondern wir lenken die wirtschaftlichen Interessen auf die Flächen, wo Akzeptanz gesichert ist. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist unser NRW-Modell der sogenannten No-Regret-Flächen. Das ist unsere Überholspur für den Windenergieausbau. Vor allem aber lassen wir durch diese neue Regelung nicht zu, dass ein lokal aufflammender Streit um eine einzelne Anlage, die mit der Brechstange durchgesetzt werden soll und die in der Masse nichts nach vorne bringt, dass also der Streit um eine einzelne Anlage unsere gesamte Regionalplanung und die Ausweisung der großen Gebiete vor Ort diskreditiert. Wir handeln nicht gegen, sondern mit den Menschen und mit den Umweltbelangen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ausbau der Windenergie ist ein wirtschaftliches Geschäft. Wir brauchen Investoren, gerne die lokale Gemeinschaft vor Ort, die Geld in die Hand nehmen und die einen Windpark aufbauen. Dass man damit am Ende Geld verdient, ist nichts Anrüchiges, sondern eine wichtige Triebfeder. Wer aber investiert, und das verlieren wir in Deutschland leider aktuell zu sehr aus dem Blick, der investiert immer in eine Erwartung hinein. Soll heißen, nichts braucht eine Investition mehr als verlässliche Rahmenbedingungen. Man muss wissen, wie, wo und in welcher Geschwindigkeit man eine rechtssichere, bestandskräftige Genehmigung bekommt. Und hier haben wir uns als Zukunftskoalition noch einmal besondere Ambitionen vorgenommen. Sie alle wissen, dass der Bund seine Flächenziele ausgewiesen und realisiert wissen möchte bis zum Jahr 2032. Und unsere Zukunftskoalition wird das deutlich übererfüllen. Daraufhin hat Frau Ministerin Neubauer gerade schon hingewiesen. Wir wollen, dass die Regionalpläne mit unseren Windenergiegebieten schon im Jahr 2025 stehen. Und dafür gibt es zwei gute Gründe. Natürlich ist das erste Thema ist natürlich das Tempo beim Klimaschutz. Aber nicht nur das. Zweitens bieten wir damit Investoren Klarheit und Rechtssicherheit. Und das vor allem schnell und umfassend. Denn während andere Bundesländer noch viele Jahre weiter planen und diskutieren werden über die Windenergie, können in Nordrhein-Westfalen dann schon längst die Spatenstiche erfolgen. Wir sind nämlich ganz im Sinne der Verfahrensbeschleunigung sicher, dass die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht proportional zur Ergebnisqualität ist. Man kann auch schnell zu guten Ergebnissen kommen. Das aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Lenker in der Hand und in der Richtung, wo alle hinwollen. Dankeschön.